Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Mit dem Wochenspruch grüße ich Sie herzlich zum zweiten Sonntag nach Epiphanias. So ganz verheißungsvoll spricht der Wochenspruch von Fülle und Gnade. Fülle und Gnade kann ich spüren, wenn ich fröhlich bin und wenn Dankbarkeit mein Herz erfüllt. Fülle und Gnade sind erlebbar in den Momenten, in denen mir bewusst ist, dass dieses Leben ein Geschenk an mich ist, ein Abenteuer, das sich lohnt, ein Fest, zu dem ich eingeladen bin. In diesen Zeiten, in denen wir mit so vielen Einschränkungen leben, scheinen Fülle und Gnade oft so weit weg. So vieles geht nicht. Feiern in großer Runde und miteinander fröhlich sein ist schon so lange nicht mehr möglich. Die Fülle scheint manchmal so weit weg. Nur manchmal blitzt sie auf, in der Erinnerung an schöne Momente oder in der Vorfreude auf Zukünftiges. Manchmal blitzt die Fülle in diesen Tagen auf, in einem Lichtstrahl auf der weißen Schneedecke und in der Schönheit der winterlichen Natur. Es gibt die Rede davon, dass es ja eine Frage des Blickwinkels ist, ob das Glas halb leer oder halb voll ist. Der Pessimist sieht ein halb leeres Glas, der Optimist ein halb volles Glas. Im Evangelium für den zweiten Sonntag nach Epiphanias hören wir nun: Wenn das Glas leer ist, wenn alle Reserven ausgeschöpft sind, dann füllt Jesus Christus uns das Glas neu auf. Er schenkt Fülle und Gnade. Ich lade Sie ein, mit mir auf die Worte aus dem Johannesevangelium zu hören. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zu der Hochzeit eingeladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Soweit die Worte aus dem Johannesevangelium. Ich lade Sie ein, mit uns das Wochenlied zu singen. Es steht im evangelischen Gesangbuch in der Nummer 74. Du Morgenstern, du Licht vom Licht. Thank you.
lade Sie nun ein, eine Kerze anzuzünden. Wenn Sie noch keine Kerze da haben oder noch keine angezündet haben, können Sie das Video kurz anhalten und sich eine holen. Wir zünden eine Kerze an und beten miteinander und füreinander. Lade Sie ein, sich zu überlegen, wofür Sie danken möchten und was Sie bitten möchten. Wofür Sie Gott loben und was Sie ihm klagen. Gemeinsam bringen wir vor Gott alle Menschen und Situationen, die uns am Herzen liegen und auch die, die uns das Herz schwer machen. Lade Sie ein, mit einzustimmen in die Worte eines Gebetes von Dietrich Bonhoeffer. Gott, zu dir rufe ich. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den rechten Weg für mich. Amen. Für die neue Woche wünsche ich Ihnen den Glanz des Lichtes und Segen und Bewahrung auf all Ihren Wegen und in allen Herausforderungen der neuen Woche. Bleiben Sie behütet und gesegnet.